Bei einem tragischen Verkehrsunfall im Nordosten Griechenlands sind 11 Menschen ums Leben gekommen. In der Nähe der Stadt Kavala prallte ein Kleinbus mit 11 Insassen auf einen Lastwagen. Beide Fahrzeuge gingen in Flammen auf. Die Polizei erklärte, der Lkw-Fahrer habe sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Die 11 Insassen des Kleinbusses seien durch den Unfall eingeklemmt worden. Sie seien in den Flammen verbrannt. Bei den Opfern soll es sich um Migranten gehandelt haben. Die Unfallursache ist unklar.